Nein. Ich wollte mich verabschieden. Ihr seid behindert, Digga, oh! Ey, dann ficken die uns, die ficken alles. Na, die ficken alles. Das ist ja doch nicht wir. StGB Paragraph 41, Widerstand gegen Staatsgewalt. Ruhig StGB Paragraph 6, Waffenbesitz oder Lizenz in mehreren Fällen. Also, im Namen des Volkes geht folgender Beschluss. Erstens die Gruppierung Kiez. Okay, warte, jetzt ich weiß, wie ich Follower sammeln kann, passt auf. Pass auf. Okay. Okay. Nee, ich muss hier whistlen. Oh, aufgrund von Hackeraktivitäten in den letzten Tagen haben die Telefonanbieter sich dazu entschlossen, den Internetdienst für USB-Surfsticks zu deaktivieren. WLAN kann weiterhin normal empfangen werden, hat die Stadtverwaltung gerade geschrieben. So, jetzt guck, was ich gewisselt habe. Ja. Ich wette mit dir, wir 20 Follower haben vor der Gerichtsverhandlung. Wir wetten jetzt um Geld. Ich gebe dir $200. Also ich gebe dir $200, wenn ich es nicht schaffe, und du gibst dir $200, wenn ich schaffe. Bis wann? Bis zur Gerichtsverhandlung. Also bis 20 Uhr. Bis 20 Uhr. Wie viel willst du haben? 20 müssen da mindestens stehen. Oh, das schaffst du nicht, Digga. No. Da halte ich dagegen. Okay. $200. $200. Okay, habe ich sogar. Okay, komm, Ehrenmette. Okay. Hör Finn. Hallo? Hallo, guten Tag, der was, Herr. Was ist los? Was ist los? Na, warum rufst du mich an? Du bist Terrorist. Ja, weil ich wollte nur mal kurz nachfragen, ob ich. Also, ich versuche gerade Sachen zu packen für euch. Was ich. Ob ich dir noch irgendwie. Was für packen? Ich bleib hier. Ich irgendwie was einpacken soll für dich oder sowas. Ich bleib hier. Also, nix ist. Nix ausreißen. Ich weiß ja nicht, ob du so zum Schlafen im Flugzeug so ein Nacken-Ding brauchst. Was willst du denn jetzt von mir? Du kannst ja meinen Schwanz lutschen, du Hund. Du kleiner Bastard. Weißt du, was du machen kannst? Kannst du bei Whistle folgen, damit ich die Wette hier gewinne im Knast. Wie viele Follower brauchst du? Ich brauche noch 3 Follower. Bis 20 Uhr. Ich hab 50, soll ich dir 3 abgeben? Ja, gib mal. Also, mal. Achso, ja. Ja. Hast du gemacht? Natürlich. Was sehe ich? Moment, ich gucke gerne mal. Hä? Ja. Ja, ich gucke gerne mal. Schnell, jetzt! Ich bin da schon dabei, warte. Ich will nochmal aufmachen. Wo bist du denn nochmal? Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie du heißt. Hässlich. Ja, das weiß ich, aber wie du heißt. Nee, Quatsch. Scheiße, Mann, du hast gewonnen. Ohne Scheiß. So gewinne ich gerne. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer ist das da drüben? Soll man den kennen? Bei welcher Gruppierung ist der? Warum macht er so Welle? Sag ich dir nicht. Der weiß gar nicht, wer hier drin sitzt und macht dir direkt an. Ja gut, du weißt auch nicht, wer er ist. Das ist wahrscheinlich das gegenseitige Problem. Ja. So, dann kriegst du mal dein scheiß Geld, Mann. Wichser. Gehst du mir jetzt schon auf den Sack, hässlich? Ja, du Assi. Danke. Ah, Mann, was aus der Tasche ziehen hier. Okay. Hast du verdient. Das überweise ich dir wieder zurück, alles gut. Nee, ach Quatsch, alles gut, ist verdient. Oh, da kommt der Kiez. Hau rein, Bruder. Hau mal rein, ich komm wieder. Ja, mit guten Nachrichten, Bruder. Normal. Gut. Sodala. Frank, John, kommt mal bitte mit mir mit. Alles Gute, Jungs. Klappt schon. Lauter reden, hier reden nix. Bis später. Auf geht's, Jungs. Juhu! Viel Erfolg! Macht da richtig Welle. Geht's. Geil. Lass mal alle applaudieren, Bruder. Lass mal alle applaudieren, schnell. Okay. Bandwidth für alle. Stellt euch an hier. Ja, ran, gib. Pass auf John und Frank. Ja.
links der Digga, die brechen gerade aus, ne? Nur für dich, hinter dir. Digga. Nein. Ich wollte mich verabschieden. Ey, dann ficken die uns, die ficken alles. Das sind ja doch nicht mehr. Ja, lass da direkt. Ja, aber dann werden die Marshals hier abgestanden werden. Wir kommen alle ins Loch, Bruder. Wir kommen alle ins Loch. Ja, ruf die an. Ruf die Marshals an. Nein, ich ruf Marshals an. Ey, Sky, warte. Ruf noch nicht an. Sky, was sagst du dazu, dass der Marshals an... Digga, hör noch. Ruf doch nicht an, habe ich gesagt. Ach, du hast doch gesagt, ruf an. Ich habe gesagt, warte, bis Sky sagt. Oh. Sky, er will Marshals oder PD anrufen, damit die Bescheid wissen, weil wir werden alle ins Loch kommen, wenn die ausbrechen jetzt. Ich glaube, die brechen nicht aus, die wollen einfach nur Stuff rein. Nein, die wollen ausbrechen, hat er mir gerade geschrieben. Ja, dann, Ja, die oder? Wir werden die ficken. Bevor die uns ficken. Ach, Digga, ja. Die auch besetzt, was ist mit denen? Digga, warte. Okay, was haben die Illegales gerade dabei? Ich hab Marshals. Es wird Rambazammer sein. Ja, wird auch. Na, das Ding ist, das sind nur drei Leute, ich hab Marshals und PD Bescheid gesagt. Dass wir damit nichts damit zu tun haben wollen und denen das deswegen sagen. Hey, warte mal, drei Leute? Ja, das sind drei blauen, Bruder, die 44er. Magst du kurz mit deinen Jungs telefonieren, dass sie in der JVA bitte keinen Blödsinn machen? Machen die gerade was? Ja, im Funk geht's gerade ein bisschen. Okay, warte. Wir versuchen wohl welche einzubrechen. Was? Ja, sag ihnen einfach bitte, dass sie drin einfach nichts machen sollen. Einfach ja? Versuchen welche in den Knast einzubrechen? Nein, auszubrechen. Wer? Irgendwelche drei Leute, keine Ahnung, wir haben denen schon eine Ansage gemacht. Von uns? Aber ich hab. Nein, nicht von uns. Es sind keine Leute von uns. Ich habe gerade extra Green angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass das keine Leute von uns sind und habe das auch nochmal da gemeldet. Wir haben sogar den Marshals gemeldet. Dann sollen sie die in Einzelhaft stecken, solange die Spaß siehst, Digga. Ja. Der Kiez sitzt hier komplett in der Mitte, wir machen gar nichts. Okay, danke dir. Jo, ciao. Der Kid sitzt komplett in der Mitte und die machen gar nichts. Das sind drei irgendwelche Leute, denen haben sie auch schon eine Ansage gedroppt. Die haben nichts mit uns zu tun. Okay, sehr gut. Das war so klar, Alter. Frank ruft mich an und fragt, ob der Kiez gerade am Ausbrechen ist. Natürlich nicht. Ja. Hast du dem gesagt, dass wir das den Marshals gemeldet ich haben? Ich hab IQ 9000 gemacht, ich hab direkt Green angerufen. Ja, wir werden jetzt... lass mal bitte alle da hinsetzen. Lass mal auf die Tribüne setzen. Ja, alle auf die Tribüne. Dann müssen wir uns auf den Boden legen auf die Tribüne. Nein. Müssen wir uns nicht auf den Boden legen? Nochmal Helikopter. Also unnötig, ne? Die Staatsanwaltschaft hat in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit unter anderem auch der Frau Helen John folgende Paragraphen zur Last gelegt und beweisen können. Das wäre einmal StVO § 15 Absatz 2, Verbot der Nichtzulassung. In Wiederholungstat. StGB § 29 Hausfriedensbruch. StGB § 31 Absatz 1 Bedrohung. StGB § 38 Amtsanmaßung. StGB § 39 Absatz 3 Identitätsfeststellung / Vermummung in mehreren Fällen. StGB § 41 Widerstand gegen Staatsgewalt. Wuibig StGB § 6 Waffenbesitz oder Lizenz in mehreren Fällen. Wuibig StGB § 8 Absatz 1 offenes Tragen von Schusswaffen innerhalb von Stadtgrenzen. Wuibig StGB § 9 Absatz 1 Nutzung von Schusswaffen, Sportgeräten und Werkzeugen für Straftaten. Gegen den Herrn Chanawa hat die Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit und in der jüngsten Vergangenheit Folgendes ermittelt und zur Last legen können. StGB § 15 gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen. StGB § 25 Erpressung in mehreren Fällen. StGB § 26 Nötigung. StGB § 28 Absatz 1 Freiheitsberaubung in mehreren Fällen. StGB § 31 Absatz 2 Bedrohung gegenüber Staatsbediensteten in mehreren Fällen. StGB § 38 Amtsanmaßung. StGB § 39 Absatz 3 Identitätsfeststellung / Vermummung in mehreren Fällen. StGB § 41 Widerstand gegen die Staatsgewalt in mehreren Fällen. StGB § 42 Gefängnisausbruch. Wuibig StGB § 5 Absatz 1 Waffenbesitz ohne Lizenz in mehreren Fällen. Wuibig StGB § 5 Absatz 3 Abfeuern einer Waffe in mehreren Fällen. Wuibig StGB § 7 Absatz 1 Nutzung von Schusswaffen, Sportgeräten oder Werkzeugen für eine Straftat in mehreren Fällen. Gegen den Herrn Frank Steiner hat die Staatsanwaltschaft in der jüngeren Vergangenheit
Folgendes ermittelt und erweisen können. StVO § 1, falsche Straßennutzung in mehreren Fällen. StVO § 6, Missachtung der Verkehrszeichen. Oh. StVO § 11a, Gefährdung des Straßenverkehrs in mehreren Fällen. StGB § 14 Absatz 2, Körperverletzung gegenüber Amtsträgern. StGB § 15, gefährliche Körperverletzung in mehreren Fällen. StGB § 20 Absatz 1, Raub. StGB § 25, Erpressung in mehreren Fällen. StGB § 28 Absatz 1, Freiheitsberaubung in mehreren Fällen. StGB § 28 Absatz 2, Freiheitsberaubung mit Personentausch. StGB § 31 Absatz 2, Bedrohung gegenüber Staatsbediensteten in mehreren Fällen. StGB § 32, unterlassene Hilfeleistung. StGB § 34, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. StGB § 39 Absatz 3, Identitätsfeststellung / Vermummung in mehreren Fällen. StGB § 41, Widerstand gegen die Staatsgewaltschaft in mehreren Fällen. Vulbig StGB § 5 Absatz 1, Waffenbesitz ohne Lizenz in mehreren Fällen. Vulbig StGB § 7 Absatz 1, zu Verschusswaffen und Sportgeräten für Straftaten in mehreren Fällen. Meine Herrschaften, die Liste geht noch weitaus weiter. Wir sind hier nur bei den Einzelvorstößen gegen die Herrschaften. Ich denke, wir können uns das an diesem Punkt sparen. Wir alle wissen und können sehen, dass diese Gruppierung gefährlich ist. Warum ich die Herrschaften habe einzeln vorlesen lassen, ist der einfache Grund, weil es sich hier um einzelne Personen handelt und um auch verschiedene Klassen von Kriminellen. Während Frau John beispielsweise oft nur wegen kleineren Delikten auffällig wird, sind Herr Schanawar und Herr Steiner da schon eine etwas andere Klasse. Nichtsdestotrotz sind alle drei Herrschaften bzw. alle Mitglieder dieser Gruppierung in Augen der Staatsanwaltschaft gleich gefährlich. Ich gebe das Wort jetzt an die Verteidigung. Ja, du bist. Ja, wir befragen die Zeugen nochmal eben zusammen und dann... Herr Dale, fangen wir mal von vorne an. Sie haben gerade eben, Herr Steiner hat das gerade schon schön erwähnt, viele Eventualitäten gemeint. Ihnen hat ein Informant gesagt, der Kiez hätte oder diese Gruppierung hätte Uzis. Wie doll vertrauen Sie diesem Informanten? Weil es ja nur eine Eventualität. Ich sag mal, das Wissen, ob Sie Uzis haben oder nicht, das ist natürlich vor Gericht eine sehr relevante Aussage. Und nur ein Vielleicht reicht hier nicht aus. Hat aus Ihrer Sicht, haben Sie einen Beweis dafür, dass diese Gruppierung Uzis hat? Das habe ich ja gerade zum Besten gegeben. Wir haben keine Beweise dafür gefunden. Das sagte ich. Also Sie haben gesagt, eventuell haben Sie Uzis. Also das muss man ich schon gesagt, klarstellen. Ich habe gesagt, eventuell haben Sie Uzis, Herr Dale, aber wir haben keine oder nein, Beweise dafür. Haben Sie das einen habe Beweis dafür, gesehen. Ja oder nein? Ganz einfache nein. Frage. Okay. Herr Dale, ich will gar nicht so weit ausführen. Ich habe eigentlich eine ganz andere Frage, fast persönlicher Natur zu Ihnen. Sie haben aber mir vorhin gesagt, es gibt hier... Natur wenig zu suchen. Nein, aber natürlich. Das ist eine ganz einfache Frage. Ja oder nein? Hatten Sie eine Beziehung mit Frau Helen John? Darf ich auch einen Einspruch einlegen? Weil das hat ja nichts mit der Verhandlung hier zu tun. Doch, hat es, da Sie gerade über Sie ausgesagt haben. Also, ist hier vorhin benannt worden oder ist es eventuell benannt worden eben gerade? Nein, dass Frau John Mitglied dieser Gruppierung ist. Hatten Sie eine Beziehung mit Frau John, ja oder nein? Wurde er vereidigt? Ja. Aha. Ist der Herr vereidigt worden? Dann sollten Sie ihn direkt festnehmen. Ich habe, könnte jetzt 15 okay. Zeugen reinholen, die bestätigen, dass die beiden eine Liaison miteinander hatten. Und das sind auch glaubwürdige Zeugen. Leider eine eidesstattliche Erklärung von Frau John bekommen, sobald sie wieder hier ist. Und die wird sich sehr ebenfalls bezeugen. Ich bitte erstmal ein wenig hier ein bisschen runterzufahren. Ich weiß, es ist eine sehr heiße Diskussion hier. Herr Dale, Sie wissen, was Ihre Rechte sind. Und Sie wissen, dass Sie ehrlich antworten müssen. Genauso dürfen Sie aber auch die Aussage verweigern, wenn es selber Sie in einer gewissen Weise auch... belasten würde. Er wollte eine ehrliche Antwort. Eine ehrliche Antwort ist ein Nein, denn diese Saison, wie sie hier beschrieben wurde, war eine ganz andere als diese Art von Beziehung. Ja, ich bin auch gespannt. Hey Dicker, ich bin so nervös jetzt ein bisschen. So, wir warten noch ganz kurz auf eine Seite der Vertretung der Staatsanwaltschaft. So, dann können Sie sich auch schon wieder setzen. Also, im Namen des Volkes geht folgender Beschluss. Erstens, die Gruppierung Kiez gilt nicht als terroristische Vereinigung. Zweitens, alle Mitglieder der Gruppierung Kiez werden verpflichtet, an einem Resozialisierungsprogramm teilzunehmen. Dieses wird in Form der Suppenküche stattfinden,
in denen sie hilfsbedürftigen Personen mit Hilfsprogrammen wie den anonymen Alkoholikern oder der Essensausgabe zusammen mit Sozialarbeitern helfen. Können Sie ein wenig lauter Ziel sprechen? Ist es, die Mitglieder wieder als Teil der Gesellschaft zu integrieren, an der sie selbst aber auch aktiv werden müssen. Jegliche Akten oder Straftaten gegen die jeweiligen Personen bis zum 4.10. werden mit erfolgreichem Abschluss des Programms geschlossen. Sollte gegen die Auflagen verstoßen werden, werden die Akten erneut geöffnet und die Personen haben mit einer schärferen Begutachtung und Beurteilung in zukünftigen Straftaten zu rechnen. Damit ist die Verhandlung geschlossen. Warum bleib ruhig bleiben. Vor vorne gehen. Niemand bitte nach vorne gehen, danke. Achso. Erstmal die Presse, kommen Sie gerne mit. Wow, Leute. Wir haben so gute Arbeit geleistet, Bruder. Richtig wie gut, die, richtig gut. Wie die gut. Presse darf Dingsen helfen hier sein. Okay. Ja, warte. 3, 2, 1. Kids. Tanz auch von draußen mit, Digga. Scheiß drauf. Auch draußen gehört es zu uns.